dass wir hier natürlich was fabrizieren können mit. So, aber Grundding steht schon mal. Es wird ewig dauern, diesen Irrgarten zu bauen. So. Aber das ist mir Wurst. So, jetzt brauche ich aber erstmal eine Kiste. So, machen wir eine Doppelkiste. Weil so viel Zeugs wird es noch. Definitiv. Auf Laubjagd dürfen wir dann auch noch gehen. Heieiei, wir müssen noch so viel machen. Bevor wir, dass wir hier wirklich hier ansetzen können. Und alles richtig machen. Also mit dem Ding und so. So, was brauche ich denn? Ach ja, ich brauche ja Eisen. Eisen. So, machen wir uns wieder ein paar Schäufelchen. So viel müssen es ja auch nicht sein. So. Dann können wir hier auch schon wieder weitermachen. Dann bauen wir hier erstmal den Haufen hier ab. Hier fliegt schon wieder das nächste Vieh rum, nachdem dass ich das erste grandios getötet habe. Dass ich hier Ruhe habe. Nee, dann geht mir hier das nächste auf den Sack. Das ist immer schön, wenn einem beim Spielen irgendwelche Viecher auf den Sack gehen. Vor allem im Sommer ist ja das total schlimm. Dass man hier andauernd irgendwas hier vor der Linse hat. Alle vom Licht des Monitors angelockt. Ja, das ist... Ah, da kriege ich immer Zustände. Keine Ahnung, Viecher am Monitor oder am Fernseher rumhampeln. Und das nicht checken, dass sie da nicht weiterkommen. Nee, ich krabbel hier mal über diesen bewegten Untergrund. So ungefähr kommen mir die Viecher dann vor. Oh, diese Farben. Bin ich auf Drogen. So ungefähr. So kommen mir die Viecher dann vor. So, ich bleib klatschen auf dem Scheiß. Das ist ja besser als Kleberschnüffeln. Ja, total crazy, die Viecher. Oder wenn sich, wenn eine Biene so lange gegen eine Fensterscheibe fliegt, bis sie tot ist. Das finde ich auch immer lustig. Ich will da raus, dieses Magnetfeld lässt mich nicht. Gut, ist eine Biene, aber hallo? Es muss sie dort noch einen 2000. Versuch gegen diese Scheibe zu fliegen, mal gecheckt haben. Hey, ich komme hier nicht durch. Auch wenn es so aussieht, ich komme da nicht durch. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Naja, es kann halt nicht alles leider so intelligent sein, wie wir Menschen. Nein, um ehrlich zu sein, wir sind nicht das intelligenteste Wesen auf dieser Welt. Wenn wir so intelligent wären, wieso zerstören wir dann die Erde? Das ist dann ein... Ja... Ein Mysterium. Meines Erachtens. Wenn wir so schlau sind, zerstören wir aber trotzdem die Welt. Das ist einfach nur dumm. Wir sind das dümmste Tier eigentlich. Okay, wir benutzen Werkzeuge. Wow. Machen Affen auf, aber die Welt nicht kaputt. Also Pluspunkt für den Affen. Klüger als wir. Haken. Noch irgendwelche Beweise. Wir... Oh ja, noch ein Ding. Wir lassen Essen verrotten. Oder schlecht werden. Sowas gäbe es bei einem Löwen zum Beispiel auch nicht. Dass der was schlecht werden lässt. Der erholt sich auch nicht mehr, als was er braucht. Der nimmt sich nur das, was er braucht. Manche Leute kaufen da wirklich Essen ein, sauber zu viel. Dass wir die nicht mal annähernd verputzen können. Hauptsache, ich habe es gekauft. Dass ich eine Auswahl daheim habe. Das tut auch irgendwo weh dann. Es grenzt doch auch irgendwo an Dummheit.
Wir sind nicht intelligent. Nee, definitiv nicht. Was wir hier alles anstellen auf dieser schönen Erde. Ist ja Minecraft eigentlich auch so. Wir formen es uns so, wie wir es wir brauchen. Auf Gedeih und Verderben. Aber im Spiel, ehrlich gesagt, darf man es. Auf Gedeih und Verderben in der wirklichen Welt. No go. Da. Das kann man nicht bringen. Da wo einfach mal Regenwälder abgeholzt werden. So ungefähr wie mit dem E10. E10. Der Sprit, der. Ah. Die Diskussion ist ja total im Erdboden verschwunden. Einfach mal lass die Leute reden. Irgendwann hören die schon auf. So ist mir das vorgekommen mit dem E10. Jedenfalls für den E10 wurden. Ja, es ist ein Biosprit. Es ist ein bestimmter Anteil drin an Bioethanol. Ist klasse. Grundidee 1. Durchführung eine glatte 6. Ach, eine 6 ist gar kein Ausdruck in durch die Schulnoten. Da müsste eine 8 erfunden werden. So scheiße ist das. Da werden irgendwo Wälder abgeholzt, dass das Bioethanol erzeugt werden kann, dass der Bedarf gedeckt wird für diesen Sprit. Ökologischer Totalschwachsinn. Die Bäume, die abgeholzt worden sind, um dieses CO2, um weniger CO2 zu produzieren, haben mehr CO2 umgewandelt. Also totaler ökologischer Schwachsinn. Da kriegst du Zustände. Wie ich das gehört habe, hat es mir einen totalen Vogel rausgehauen. Bäume gefällt nur, dass man Platz hat zum Anbau von diesem Bioethanol. Hä? Fragezeichen. Muss das sein? Das muss man dich. Spätestens wenn man das mitkriegt, muss man doch dann sagen, nee, okay, lass mal's bleiben mit dem Scheiß. Aber dann wird dann so gedacht, ja. Ach, wenn sie einmal weg sind, dann sind sie immer weg, aber das mit dem Bioethanol, das bleibt ein bisschen länger. So wird dann gedacht. Kann man aber nicht bringen. Da müsste man doch eigentlich versuchen, irgendwie, ja, Anbauplätze zu finden, die das auch können, aber brach liegen oder ohne Bäume sind. Da müssen nicht 100 Jahre alte Bäume gefällt werden für. Das kann man doch nicht bringen. Aber das würde ja schon wieder mehr Geld kosten. Und wenn es mehr Geld kostet, dann ist die Industrie ja skrupellos. Dann wird natürlich nur noch so ein Scheiß gebaut. Diese Profitgeilheit auf der ganzen Welt. Jeder will mit irgendwas einfach nur Geld machen, ohne Rücksicht auf andere Menschen, auf Tiere, auf die Umwelt, obwohl es unser eigenes Grab ist. Ah, ich komme schon wieder in ernste Themen. Heute habe ich meinen ernsten Tag. Hä? Jaja, aus Spaß wurde ernst. Ernst ist heute 10 Jahre alt. Aber diese alten Sprüche darf ich jetzt auch mal aufhören hier. Jo. So. Ich würde mal sagen, im Groben haben wir alles abgesteckt. Ich bin heute ein bisschen groggy mittlerweile. Ach nee, ich mache hier den Bauplatz, mache ich noch Paletti. Das muss sein. Den mache ich Paletti. Dann passt. Bin ich zufrieden. Dann habe ich auch heute einiges geschafft hier im Let's Play. Und
und habe für ein bisschen länger was. Ich muss ja vorproduzieren, auch für die Gamescom, dass ich hier nicht ohne Folgen dastehe. Während der Gamescom oder direkt nach der Gamescom, wenn ich wieder zurückkomme. Da muss ich auch für sorgen, dass ich nicht gleich wieder in Aufnahmestress verfallen muss. Und vielleicht kriege ich ja diese Woche so viel zusammen, dass es passt. Vielleicht kommt ja diese Folge eigentlich zur Gamescom hoch. Muss ich rechnen? Nein, kommt sie nicht. Sie kommt am Dienstag hoch. Am Dienstag. Müsste ein Dienstag sein. Der 14. So, dramatische Musik kann ich nicht gebrauchen. Für was denn? Ich bin nicht in der Höhle. Da brauche ich keine dramatische Musik. So, hier ist noch ein Baum, der weg muss. So, müssen wir leider fällen, weil plantechnisch unverantwortlich. Aber wir pflanzen ja auch wieder Bäume. Das ist ökologisch. Baum wegmachen und dafür wieder welche pflanzen. So wie es sich gehört. Aber naja, kann ja nicht alles wie Minecraft sein. Leider, wohl oder übel. Alter, das ist ja voll die Lehmhöhle. Alter. So, jetzt brauche ich noch eine Schaufel, wenn ich glücklich werden will. So. Wassereinbruch, oh mein Gott. Das Boot. Captain, Captain, wir sinken. Wir haben ein Leck geschlagen. Oh mein Gott. Wir müssen versuchen, das Leck zu stopfen. So. Nochmal ein bisschen rumgesponnen. Muss ja auch mal wieder. So. Habe ich hier das ganze Lehm eingesammelt. Das ganze. So, mehr würde ich auch nicht mehr reinbekommen. Weil mein... Gehen das? In dem kleinen Tümpel sind drei Dinger drin. Ach ja, wir könnten Tagebuch führen. Mittlerweile. Wir können uns jetzt ein Buch craften, wo wir dann auch Dingens reinmachen können. Also reinschreiben können. Finde ich irgendwo lustig. Aber auch irgendwo... ja. Nicht unbedingt nötig. Dass ich mir hier ein Buch crafte, da wo ich dann... War hier gerade der Enderman? Wo ist denn der hin? Andy! Alter, verpiss dich hier. Ich glaube, ich muss dich so oder so töten. Spätestens, wenn hier dein Lebensraum zu klein wird. Hallo! Durch du! Durch du durchdrehen! Durchdrehen, so. So, noch einer! Da. Aber den baue ich mal gepflegt ein. So, irgendwann ploppt das Zeug schon hoch. So zum Beispiel. Achso. Ich bin voll hier. Alter, wirf das Zeug weg. Willst du mich jetzt ärgern? Alter! Weg mit dir! Hallo? Nimm das mit. Okay, dann halt nicht. Bist du dir zu fein für das Zeug, oder was? Es ist verschwunden. Oh mein Gott, es ist... ein Wunder. It's magic. It's magic moment. Immer diese magic moments. So. Eigentlich nicht übel, wenn ich hier drei draufsetze. So, hier noch. Haben wir hier den kleinen Tümpel auch gleich voll. So, pam. So, dann müssen wir den noch befüllen mit Erde.